Netflix. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Und mit guten Morgen meine ich wirklich guten Morgen, denn wir haben jetzt gleich 6:30. Ich bin heute echt früh aufgestanden, um zu recherchieren, denn in Russland ist ein neues Battle. Und das möchte ich mir auf jeden Fall mal anhören. Sehr spannendes Battle. Und natürlich auch so ein bisschen habe ich recherchiert, was gerade auch in Deutschland so abgeht, was auf YouTube abgeht und was gibt es überhaupt erstmal Neues. Heute ist natürlich jemand dran, den ich seltener höre, aus welchem Grund auch immer. Majestix. Ja, ich dachte, ich höre mir heute mit euch zusammen mal Majestix an. Ich weiß, viele wahrscheinlich haben schon dazu ein Video gemacht, keine Ahnung, möglich. Ich persönlich habe es noch nicht, habe es auch noch nicht mal angeschaut, noch nicht mal angehört. Deswegen würde ich sagen, lass uns das mal zusammen mal anhören. Was steht hier? Ich hoffe, ihr könnt lesen. Gut, ihr könnt lesen. Epilepsiewarnung. Manche Personen reagieren mit epileptischen Anfällen oder Bewusstlosigkeit auf blickende Lichter. Ich auch. Ich hoffe, das haut mich gleich vom Hocker. Wie sie in diesem Video auftreten. Okay, solche Reaktionen können selbst dann erfolgen, wenn beim Zuschauer bislang keine derartige Anfälligkeiten festgestellt wurde. Reaktoren. Bleiben wir mal dabei. So. Richtig. Ja, okay. Hau mich jetzt auf jeden Fall von Hocker. Ich will so ein bisschen nach den Reaktoren möchte ich gerne gleich vom Hocker fallen. Komm. Die Leute reden viel, neiden doch folgen meinem Lebensstil, haten jetzt Maestro und Shade sie, tragen eine Brille, doch fahre die Filme und keiner der Penner kann das erreichen. Ficke sie alle und sage in ihre Gesichter, keiner kann mir das Wasser reichen. Trag eine Mille Waffe, jedem Party, den Arsch, die ist umgegangen, kille jeden Bar, diese Bahn, in dem ich begann, war nur der Anfang von dem Anfang, geben Fick auf deinen Anstand, würde gerne wieder... Ballert schon mal mies in die Fresse am Anfang. Oh, guck mal, wir haben hier hinten den Mr. Jinan C, ja? Hier auch dieser Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der ist ja auch immer bei... warte mal, ich verdecke ja sein Gesicht. Moment. So, da. Auch jemand, der immer mit Mäus unterwegs ist. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Nimm es in die Hardmore, gib ihm mal wieder eine Party, der Böse, der Bären ist der Weg. Aber keiner kann dir helfen, denn du brauchst wie ein Bombarder, kein Meister zu kriegen. Digga, denn ich fäng an, mit doppelter Männer, aber konnte keine mit dem Mucke überzeugen, also fing ich jeden Tag. Also ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, was ich von Majestix halten sollte. Ich hab den nicht so gerne gehört. Ich hab so immer das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass so Majestix so mitgezogen wird von Mois. Ja, meiner Meinung nach. Das sah so für mich so aus wie... Vielleicht kennt ihr noch von damals von Julians Blog-Zeiten, ja, da gab es Julian Blog, der immer so gewisse Sachen macht, also in dem Fall Mois. Und dann gab es da irgendwo San Diego, der aka SpongeBoss, der so ein bisschen Hintergrund war und dann nur so Musik zwischendurch gedroppt hat, die natürlich gut angekommen ist, ja. Und das war es so gesehen, ja. So ungefähr hatte ich bei den beiden auch das Gefühl. Aber wenn ich jetzt diesen Song höre und mittlerweile kommt ja auch Majestix oder Maestro immer mehr an Vorschein, denke ich wohl, das wird schon so eine andere Kombi sein. Ja, zwischen Mois und Maestro. Aber wenn ich ihn so anhöre, klingt das auch gar nicht so schlecht. All die Jahre. Also es ist ein sehr guter Double Time, nicht 100% sauber, aber ein sehr guter Double Time. Ja, na klar, muss man ein bisschen arbeiten, ist auch kein Hate oder so, aber nichtsdestotrotz sehr gut. Hab ich das für sie getan, ging den geraden Weg und passt mich der Familie an. Wollte keinem zeigen, was unter der Haube ist. Hatte Angst, dass Mama denkt, ich sei ein Taugenicht. Ich hab nicht aufgehört und machte für mich selber weiter. Ich wollte besser, wollte härter, wollte schneller sein, Mann. Heute ist der Tag gekommen, wo ich jedem zeig, dass ihr nicht mal ansatzweise auf Maestros Level seid. Barney Entertainer, keine Barm, deine Mucke ist dreck, jeder Motherfucker labert, aber nun haben sie die Hosen. Ich glaube, damit möchte Maestro so ein bisschen die Szene rasieren. Finde ich gut.
wenn wirklich immer solche Songs gedroppt werden, harte, schöne Songs, ohne gefüllt mit irgendwelchen Autotune-Sachen und zusätzlichen, zusätzlichen Effekten, sondern diese wahre Stimme da ist, dann finde ich, ist das ein guter Weg und es wird auch sehr gut klingen. Bis jetzt ist es gar nicht so schlecht, wirklich sehr gut. Wolliger Baller, meine Bar für ein Tempo, Rap-Flow. Ficke die Peter, die Motherfucker, die immer wieder labern, aber keine Bock auf seine Meinung. Denn auch wenn ich meine Zeilen immer wieder baller, wurde sie die Mucke, die auf Playlist kommt. Gib mir weiter Gas, alle meine Partys, komm mal klar, fick auf seinen Namen. Aber ja, jeder würde es abstimmen, Rap-Flow, Technik und Dosing. Warte mal, haben sie nicht alle gesagt, ich wäre nicht so begabt. Geh weg, aber keine Müll, alle meine Songs im Netz. Klingst du mal Klicks, wollte jedem zeigen, dass so gute Mucke drin sein kann. Bei dem Keller, wo nicht jeder kleine Penner sein kann. Ich packe meine Klettlinger. Das auch das Geile daran ist, dass er wirklich so Sätze double-timed, ja. Normalerweise, wenn man viele Double-Time-Rapper hört, die zumindest auch von Anfang anfangen, ich muss sagen, ich habe das auch so gemacht, dann versuchen die gewisse Silben aneinander zu legen, die man schneller aussprechen kann, die auch dafür sorgen, dass man noch diesen Double-Time-Effekt hat. Also zum Beispiel, ich ficke deine Mutter. Ja, da ist ja dieses, ich ficke deine Mutter. Ja, eigentlich sag mal ficke, aber sag mal ficke, weil das so ein bisschen, wie soll man sagen, so sich passt mit diesem D, ja, mit diesem so ungefähr. Und er rappt wirklich Sätze in Double Time. Und das ist schon etwas anderes. Das ist schon etwas gehobene Liga. Ist gut. Okay. Es ist schon ein bisschen, ist gut, aber man hört schon ein bisschen, da muss man noch ein bisschen arbeiten. Aber es ist nicht so viel. Es ist nicht so viel. Digga, warte, sag mir nur einen Motherfucker, der auf 164 BPM Zellen ballert, aber gab's nie. Digga, für mich kein Problem, das Tempo rauszunehmen. Droppe die Boss. Dieses. Er versucht das ja, er macht das ja auch, ja. Diesen Fast Flow, Double Time Ding, was auch gut klingt. Aber er presst das aus sich so raus, so. Wo man merkt es, er kann es, er kann es. Wenn er das noch so ein bisschen lockerer macht, perfekt, es ist fast perfekt. Es ist fast perfekt. Bequem und schenkt die Zeit, das Tempo rauszunehmen. Würde die meisten der Rapper der Charts einfach killen, um euch zu schauen. Keiner fickt mit meinem Tempo, nur wenn sie mal so klonen. Das ist ein guter Track. Also der Track hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das ist das, was ich mir so wünsche von der deutschen Rap-Szene. Nicht immer diese Lalalé-Sachen, aber das habe ich tausendmal gesagt und darauf will ich auch gar nicht mehr rumhacken. Ist mir auch vollkommen egal. Geil, muss ich sagen. Wirklich sehr geil. Majestix, danke fürs Zuschauen.